Hi! Deshalb bist du noch nicht so finanziell erfolgreich oder aber auf dem besten Wege dahin, wie du es gerne sein möchtest. Und das Video mag dich an der einen oder anderen Stelle vielleicht provozieren, aber auch das ist gut, denn überall da, wo es so ein bisschen piekst, da kannst du ein bisschen besser und genauer hinschauen. So, du bist möglicherweise selbstständig, Unternehmer oder auch angestellt, das ist egal, und du möchtest finanziell erfolgreich sein, aber du merkst, okay, ich bin da noch nicht und ich habe irgendwie ein Thema mit Geld. Sehr schön, dann bist du genau richtig. Ich werde dir 3 Punkte nennen, an denen das liegt, dass du noch nicht da bist, wo du sein könntest. Denn dein finanzieller Erfolg hat nur mit einer Sache zu tun, deinem Inneren. Du kannst im Äußeren nur das haben, was im Inneren bereits da ist. Und das hängt eben mit deinen Glaubenssätzen und deinen inneren Überzeugungen zusammen. Oder auch mit deinen Geldblockaden, die du hast. Die 3 Punkte sind, wir fangen an mit dem ersten wichtigen Punkt. Das ist das Thema sich unter Wert verkaufen. Auch da habe ich ein eigenes Video nochmal zu gemacht. Trotzdem hier nochmal eine ganz wichtige Sache. Als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, und vielleicht bist du auch selbstständig oder bist Unternehmer oder vielleicht auch Führungskraft und bewirbst dich gerade irgendwo, und ich hatte damals angefangen mit einem, ja, Zeit gegen Geld zu tauschen, habe für eine Stunde einen Satz X genommen und ja, fühlte mich damals ganz wohl damit. Und dann irgendwann habe ich erkannt, hey, meine Leistung, meine Dienstleistung bringt so viel Wert für mein Gegenüber, das ist Mehrwert. So, das muss einfach Mehrwert sein. Ich habe damals eben noch Zeit gegen Geld getauscht und heute verstehe ich, und das darfst du auch verstehen, du bietest etwas an, was deinem Gegenüber einen Mehrwert liefert. Das macht das Leben leichter, besser, der bekommt mehr Geld, er ist glücklicher, gesünder, whatever. Oder in der Anstellung bietest du einen Mehrwert für das Unternehmen. Und das kommt eben durch deine Erfahrungen, durch das, was du gelernt hast, persönlich wie auch in deinen Ausbildungen, durch die ganzen Arbeitsjahre, die du hattest, und dafür wirst du bezahlt. Und nicht für die Zeit, die du gibst. Und wenn du aber im Inneren so ein Gefühl hast oder so eine Überzeugung hast, ich bin es nicht wert, reich zu sein, oder meine Dienstleistung, mein Tun ist nicht viel wert, dann wirst du das auch nach außen hin genauso transportieren. Du wirst dich eben, wie gesagt, wirst du Preise nehmen, die völlig unter Wert sind. Es kann auch sein, dass du eben dann bei den Gehaltsverhandlungen dich viel zu niedrig einstufst. Oder aber, so wie man es halt lernt, ne, im Business Coaching oder sowas, du nimmst halt einen Paketpreis für ein paar tausend Euro, aber du stehst nicht dahinter, weil du innerlich denkst, das bin ich nicht wert, dann wirst du auch im Äußeren genauso gespiegelt werden. Dann wird kommen, du bist zu teuer, nein, das zahlen wir ihnen nicht, lass uns nochmal verhandeln, wie auch immer. Bei mir ist das nicht so. Ich sage meinen Preis für die Dienstleistung und Punkt. Da wird nicht verhandelt. Natürlich kommt da, ich kann mir das nicht leisten und das passt nicht. Das ist in Ordnung. Aber es wird nicht mehr verhandelt und es wird der Wert gesehen. Und das ist das, wenn du innerlich weißt, du bist es wert, mit deinen Erfahrungen, mit dem, was du für andere lieferst, dann wird sich das auch im Äußeren zeigen. Immer vorausgesetzt, dein Angebot ist gut und du lieferst wirklich Mehrwert. Ja, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Weil die meisten Menschen haben eben ein Selbstwertproblem und dementsprechend verlangen sie zu wenig Geld für ihre Leistung. Der zweite, ganz wichtige Punkt, so essentiell ist dein Glaubenssatz, der oft kommt, ist so, ich kann das gar nicht schaffen, Christine. Reich werden liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ich kann das nicht schaffen. So, wie soll das gehen? Das heißt, da ist ein großer Selbstzweifel. Da sind Ängste zu versagen. Da ist eben ein mangelndes Selbstvertrauen. Und auch das ist ganz früh in der Kindheit entstanden, genau wie dieses Gefühl von, ich bin es nicht wert, dass man mich angemessen bezahlt, oder ich bin es nicht wert, da meine Dienstleistung ist nicht gut genug oder was auch immer. Genauso ist auch dieser Satz, ich kann das nicht, ich kann es gar nicht schaffen, ganz tief verankert und verwurzelt und ist eben in deiner Kindheit entstanden. Wenn du irgendwas nicht geschafft hast, dann hat man dich vielleicht bestraft oder hat das irgendwie nochmal besonders betont, wie auch immer. Und dadurch ist halt in dir nicht dieses Gefühl von, ich habe all die Fähigkeiten, die ich brauche und kann alles auch lernen, um eben genauso erfolgreich zu werden wie Bill Gates. Keine Ahnung, der hat auch irgendwo in der Garage angefangen, aber er hat an sich geglaubt. Und wenn du nicht an dich glaubst, dass du das schaffen kannst, dann wirst du mit Existenzängsten in Berührung kommen, mit Angst, das nicht zu schaffen, mit ständigen Selbstzweifeln, mit einem Imposter-Syndrom, habe ich auch ein Video mal zu gemacht. Und natürlich wirst du dann nicht reich. Natürlich kannst du nicht den finanziellen Erfolg haben,
weil du ja gewisse Entscheidungen treffen musst, die auch mal mutiger sind, wo du auch mal mit Personen sprechen musst, bei denen du vielleicht Angst hast, irgendwie abgelehnt zu werden. Und wenn du innerlich eh glaubst, das nicht schaffen zu können, dann wirst du es auch gar nicht probieren, wirst Sachen vielleicht aufschieben, wie auch immer. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Der dritte wichtige Punkt sind all die negativen Glaubenssätze, die du bezüglich Geld hast. Wenn du draußen jemanden siehst mit einer tollen Karre und trägt eine Rolex, whatever, was denkst du? Ganz ehrlich jetzt, denkst du, wow, hat sich das verdient, hat ordentlich gearbeitet, hat sicherlich viel Wert für andere geliefert, oder denkst du sowas so, boah, was für ein versnobter Schnösel, keine Ahnung, was für ein arrogantes Punkt. Denkst du negativ oder denkst du positiv? Wenn du negativ denkst, mal ganz ehrlich, dann wird dir dein Unterbewusst, unterbewusst wird dich immer etwas sabotieren, reich zu werden, weil du Reichtum mit etwas Negativem verknüpfst. Warum auch immer. Möglicherweise haben deine Eltern negativ darüber gesprochen oder hast zu viel Nachrichten in die Richtung gehört. Also irgendeine Person wird wahrscheinlich dir dann gesagt haben, Reichtum ist schlecht. Reiche sind geizig, sind arrogant, sind Betrüger, sind keine Ahnung, was auch immer. Ja, über Geld spricht man nicht. Auch dazu letztens eine Story. Hat einen Post gemacht, habe gesagt, so ja, bin jetzt bei einem Umsatz, ist sechsstellig, bin super stolz drauf, sollte auch meines Erachtens ein Mindestumsatz sein in der Selbstständigkeit. Und dann kam halt von einem alten Bekannten, kam halt, ja Christine, also ist ja toll, aber musst du da wirklich Zahlen nennen? Und ich dachte mir so, ja, warum denn nicht? Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Manchmal ist Reichtum auch damit verknüpft, dass du Angst hast, diese Menschen dann zu verlieren. Das heißt, über Geld spricht man nicht. Wenn ich darüber spreche, werde ich vielleicht abgelehnt, dann komme ich ja arrogant rüber. Andere sind vielleicht neidisch und wenden sich ab. Und das sind alles negative Konnotationen mit dem Thema Geld. Also das sind negative Verbindungen. Und die musst du erkennen und die musst du auflösen. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Schritt. Vielleicht denkst du dir bis hierhin, ja, Christine, ist mir alles klar. Habe ich irgendwie, ich merke, Geld ist irgendwie sehr negativ besetzt bei mir, da habe ich ein Thema mit. Und was dann viele machen ist, sie geben bei Google oder bei YouTube ein, Meditation, Geld, Reichtum oder Affirmationen, reich werden oder Geld manifestieren und versuchen darüber, das Problem zu lösen, das Problem an der Wurzel zu packen, aber das tun sie doch nicht. Denn wenn du das machst, dann klebst du halt ein Pflaster auf die Wunde, die damals entstanden ist, mit dem ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, ich kann das nicht, Geld ist schlecht, klebst ein Pflaster drüber, aber an die Wunde muss heilen, da muss Luft dran. Ne? Also wenn man mal psychologisch spricht, du musst diese alten Verletzungen, Glaubenssätze an der Wurzel packen und emotional entladen, weil wenn du nur Affirmationen hörst mit dem Verstand, meinetwegen auch vom Schlafengehen gehen sie ein bisschen tiefer, okay, aber du willst damit nicht das Problem an der Wurzel lösen, sondern du musst erst das Negative in Anführungszeichen auflösen und dann kannst du auch gerne die Affirmationen hören, aber die werden das Problem nicht lösen. An dieser Stelle, wenn du selbstständig bist, Unternehmer oder Führungskraft und du möchtest das wirklich an der Wurzel packen, dieses Problem und lösen, das braucht auch nicht lange, du musst halt nur die richtige Methode kennen, dann trag dich gerne ein für ein Gespräch. Aber ich kann dir sagen, es geht immer um deine Gefühle und es geht darum, wirklich nicht nur mit dem Verstand zu arbeiten, sondern mit deinem Unterbewusstsein, ja, mit deinem limbischen System. Und dann passiert eben Folgendes, dass du merkst, okay, Geld ist einfach nur Geld, es ist schön, es ist neutral, es ist Energie, es bringt mir ganz viel, ich kann auch meine Fähigkeiten erweitern, ich kann investieren in mich, ich kann anderen Menschen auch was geben, damit ist einfach was Schönes. Und vor allen Dingen, je nachdem, was du auflösen musst, du wirst spüren, okay, ich bin wertvoll und du stehst hinter deinem Preis, als Beispiel. Du hast diesen Glauben in dich, ich kann das schaffen. Wenn der das geschafft hat, kann ich das auch. Was spricht denn dagegen? Nichts. Gar nichts. Du kannst alles lernen. Und diese innere Freiheit, diese Zufriedenheit führt natürlich nochmal zu einer ganz anderen Entspannung, ne? Weil viele handeln eben aus einem großen Mangel heraus. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich hoffe, ich habe dir mit diesem Video schon ein wenig weitergeholfen. Wenn ja, bitte gerne Daumen hoch, gerne auch Abo an meinen Kanal, wenn du möchtest. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.